Ich habe für euch heute eine UV-Liste, Freunde, ihr werdet meinen Nacken dafür küssen. Ich habe mit einmal anbieten ein Drittel von der Liste wegbekommen. Ich hatte ungefähr 60 Karten drauf, 20 sind weggegangen, 40 noch nicht. Das heißt, sollte ich die Liste noch 2-3 Mal anbieten, sollten eigentlich alle Karten weggehen und das ist gestört. Mit dem Markt-Crash gestern, mit der Weekend League aktuell, haben sich neue Möglichkeiten, haben sich neue UV-Listen ergeben. Ich zeige euch meine UV-Liste, ich zeige euch, wie ihr sie nachbauen könnt, ich zeige euch, wie ihr die Preise herausfindet. In diesem Sinne, Freunde, viel Spaß mit dem Video. Also meine Freunde, ihr seht, wir haben 20 verkaufte Objekte, ich habe ungefähr 60 Objekte angeboten. Was haben wir auf unserer Liste drauf? Wir haben hier einen Thiago Silva, ja, den könnt ihr mehr oder weniger ignorieren. Der ist eigentlich ein SBC-Footer Investment gewesen, habe ich dann zum Spaß schon mal vor draufgestellt, vielleicht geht er ja weg, ist tatsächlich weggegangen. Was haben wir aber sonst noch? Wir haben hier noch ein paar 84er, dann haben wir hier noch so 83er, 82er, die aber relativ beliebte Karten sind. Ein Araujo wird viel gespielt, ein Paqueta wird viel gespielt, Nunez wird viel gespielt. Was haben wir hier noch? Richarlison Moura, sehr viele Positionskarten. Und hier ist dann die Liste, die ich eben nochmal ein bisschen neu aufgefüllt habe mit neuen Karten. Hier sind dann nochmal die abgelaufenen Objekte, die noch nicht weggegangen sind. Wie gesagt, ich habe ungefähr 60 Karten angeboten. Darunter seht ihr, sind auch viele Positionskarten. Hier haben wir dann auch wieder ein bisschen Rating mit Schick und Süle. Und was genau habe ich mir bei dieser Liste gedacht? Ihr seht auf jeden Fall, die Hälfte aus der Liste besteht aus Positionskarten. Deswegen gehen wir darauf erstmal zunächst ein. Wir sind aktuell in der Weekend League und ihr kennt es von euch selber. Ihr verliert 2 Spiele, baut direkt euer Team um. Oder ihr habt zum Beispiel noch gar nicht angefangen mit der Weekend League und kauft euch jetzt ein Team. Und was braucht man beim Teambau? Richtig, Positionskarten. Die bekommen wir aktuell für 1300 Münzen sehr, sehr einfach ersniped. Die Positionskarten kaufen wir dann einfach für 1300 Münzen ein und stellen die dann einfach etwas teurer drauf. Und ich würde die Positionskarten jetzt zwischen 1800 und 2200 Münzen draufstellen. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, ich mache das mit den Positionskarten ja schon etwas länger, dass 1800 so eigentlich der beste Preis ist. Für diesen Preis gehen die meisten Karten weg. Von daher, wenn ihr merkt, für 2100 gehen eure Karten nicht weg, geht ein bisschen runter auf 1800, 1900. Und dann sollte der Großteil eurer Karten auf jeden Fall auch weggehen. Aus den Positionskarten besteht ungefähr die Hälfte meiner Liste. Dann habe ich die Spieler auch nochmal unterteilt. Ihr habt gesehen, ich hatte Rating und beliebte Spieler. Was habe ich mir dabei gedacht? Gehen wir mal auf die beliebten Spieler ein. Wie habe ich die herausgefunden? Ich bin auf Fußball gegangen. Ich bin auf die Spieler gegangen. Hab den Filter Gold Rare und Preis 0 bis 5. 1000 Münzen eingegeben. Und dann könnt ihr hier rechts auf diese Flamme klicken und es wird nach der Beliebtheit sortiert. Diese Funktion gibt es leider nur am PC. Und da ich weiß, dass viele von euch kein PC oder Laptop haben, werde ich eine Liste mit diesen Spielern nochmal auf Instagram posten. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Wenn das Video hier online ist, müsste die Liste auch schon in meiner Story sein. Ich habe jetzt auf jeden Fall diese Liste offen. Ich habe aber jetzt nicht jeden einzelnen Spieler aus der Liste genommen. Zunächst einmal sei gesagt, je teurer die Karte, desto mehr Risikos natürlich auch dahinter. Denn ein Rashford war gefühlt vor 2 Tagen noch auf 20.000 Münzen, ist jetzt nur noch auf 4.000 Münzen. Wir können aber beobachten, dass die Preise sich aktuell stabilisieren, wenn nicht sogar hochgehen. Wir hatten gestern einen Rashford bei unter 4000 Münzen. Mittlerweile geht er nur noch nach oben, ist schon auf 4800 Münzen. Hier steht zum Beispiel noch 4200 Münzen, deswegen könnte es sein, dass ein Rashford gleich mal für 4200 auf den Markt kommt. Und so bin ich an die Karten durchgegangen. Araujo habe ich mir auf die Liste gehauen. Rashford, Tchouaméni, Werner, Guedes, Rodrigo. Achtung, Musiala habe ich mir nicht auf die Liste gehauen, denn wenn ein Spieler auf Abstoßpreis ist, geht der nicht vorweg. Ademi ist auf der Liste, Malassia, Zaha, Kim ist nicht drin, denn auch er ist auf Abschlusspreis und den kriegst du nicht gelingt. Paqueta ist auf der Liste, Traoré ist auf der Liste, Danjuma, Lemar, Klosemann, Mendes ist auf der Liste, Muriel ist nicht auf der Liste. Der Mann ist schwer zu linken, kostet nur 850 Münzen. Ich sag mal, 1000 Münzen sollten die Karten Minimum kosten. Und ich zeige euch jetzt mal, für wie viel ich eingekauft habe und für wie viel ich die Spiele auf den Markt gestellt habe. Bevor wir uns das aber anschauen, Freunde, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, falls ich euch helfen konnte. Abonniert doch gerne den Kanal kostenlos, um solche Videos nicht zu verpassen. Wenn ihr halt den Kanal nicht abonniert, kann es sein, dass solche Videos erst ein paar Tage später angezeigt werden. Und dann verpasst ihr halt solche Gelegenheiten, wie während der Weekend League eine UV-Liste zu bauen. Von daher, Freunde, abonniert gerne den Kanal und jetzt machen wir weiter mit dem Video. Nehmen wir mal Tchouaméni als Beispiel. Den habe ich für 3800 Münzen verkauft bekommen. Den müsste ich dann wahrscheinlich für 3200 oder 3300 Münzen bekommen haben. Und genau, ja, für 3000 Münzen kommen auf jeden Fall schon die ersten auf den Markt drauf. Ihr seht es, für 3,3 bekommt ihr den ganz locker. Was ich jetzt mache, ich snipe mir die Spieler immer, wirklich immer mit einem Chemistry Style. Der Chemistry Style ist bei UV das A und O. Ihr seht auch, hier kommen sehr viele rein. Ich bin ein bisschen langsam beim Snipen. Ja, Rentnerreflexe, machst du nichts. Hier haben wir einen mit Anker, haben wir bekommen. 3300. So, wie bestimme ich jetzt den Preis, für den ich den Spieler jetzt auf den Markt draufstelle? Wir löschen erstmal alle Filter und suchen jetzt nur nach Tchouaméni. Wir schauen uns die erste Seite an und schauen uns nur die Spieler mit einem Chemistry Style an. Wir haben hier einen mit Shadow für 4600 Münzen auf dem Markt. Wir haben hier einen mit
Engine für 3.900 auf dem Markt. Wir gehen auf die zweite Seite. Wir haben hier wieder einen mit Shadow. Wir haben hier einen mit Anchor für 4.000 Münzen. Und ihr seht, wir haben generell sehr wenig Jaw Minis mit einem Chemistry Style. Und die billigsten, die wir jetzt beobachten konnten, waren bei 4.000 Münzen. Und an diesem Preis orientieren wir uns jetzt. Ich bin ein Freund davon, die Spieler etwas billiger draufzustellen. Aber dafür gehen sie auch direkt nach einmal anbieten weg, als jetzt ja 500 Münzen mehr Gewinn zu machen. Und dafür laufen die Spieler gefühlt einen Tag lang die ganze Zeit auf der EV-Liste. Von daher können wir unseren Spieler so für 3.900 Münzen auf den Markt stellen. Und wir konnten ja auch eben sehen, dass unser Jaw Mini eben für 3.8 weggegangen ist. Ich habe den jetzt für 3.9 draufgestellt. Sollte passen. Dann gehen wir zum nächsten Spieler. Nunez habe ich für 6.5 verkauft. Wir schauen zunächst einmal, was der so auf dem Transfermarkt kostet. Wir haben hier einen für 5.100. Ich glaube, das wäre ein Schnapper gewesen. Der kostet so, ja, 5.500 Münzen. Den snipen wir uns jetzt erst einmal mit einem Chemistry Style. Architect ist sogar auf Lengthy. Ganz wichtig bei den drei Chemistry Styles. Hunter, Shadow, Architect. Schaut ihr immer den Preis selber nach. Also ihr gebt hier bei Chemistry Style Architect ein und schaut jetzt nach, was der Mann so kostet mit diesem Chemistry Style. Und dann können wir auch sehen, für 6.500 Münzen sollte der Mann eigentlich locker weggehen. Deswegen stellen wir den Mann jetzt auch für 6.500 Münzen auf den Markt drauf. Und ich habe den ja eben auch für 6.5 verkauft. Von daher sollte der jetzt auch weggehen. Nächstes Beispiel. Wir haben hier Paqueta zweimal verkauft. Schauen wir uns jetzt auch mal kurz an. Den Mann bekommen wir für 1.800 Münzen sehr, sehr locker. Wir wollen natürlich einen mit Chemistry Style haben. Hier kommen auf jeden Fall sehr, sehr wenig Spieler mit einem Chemistry Style auf den Markt drauf. Das heißt, wir können unseren umso besser ÜV verkaufen. Also gerade kommt wirklich keiner. Ich bin hier schon seit einer Minute am Snipen. Von daher kaufen wir uns den jetzt einfach so für 1.700 Münzen. Und was machen wir jetzt? Wir gehen einfach in den Verein und geben dem selber einen Chemistry Style. Am besten gebt ihr ihm einfach den billigsten Chemistry Style in eurem Verein. Hauptsache der Chemistry Style passt halbwegs. Wir geben dem einfach einen Engine, kostet eh nichts. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf den Transfermarkt, löschen alle Filter und suchen jetzt nach Spielern mit Chemistry Style. Wir haben hier einen für 6.000, wir haben einen für 3.000 Münzen. Wir haben hier 5.000, 2.500, den beobachten wir mal, der müsste nämlich weggehen. 2.600, 6.000, 3.5, also 2.5 ist so das Billigste, was wir gesehen haben. Was machen wir also? Wir stellen unseren Spieler für 2.400 Münzen auf den Markt drauf und dann sollte der auch relativ zügig weggehen. Und ihr seht, es sind pro Spieler auch saftige Münzen. Wir haben hier wieder 700 Münzen mehr. Und wenn ihr euch so eine 100er Liste voll macht, dann sind es mal ganz schnell 50.000, 60.000 Münzen mit einer Liste. Ich zeige euch nochmal ein letztes Beispiel mit einem Position Change und zwar mit Rashford zeige ich euch das. Wir gehen wieder auf den Transfermarkt, schauen uns seinen Preis an. Für 4.8 gibt es auf jeden Fall sehr viele. Für 4.7 sollten wir den locker bekommen. Und was wir jetzt hier machen, wir wissen, dass Rashford als Nebenposition Stürmer hat. Wir schauen uns zunächst einmal an, für wie viel der so als Stürmer ÜV weggeht. Wir haben hier einen 5.700, 5.6, also für 5.7 sollte der eigentlich locker weggehen. Und da ist der Mann auch schon weggegangen, also für 5.700 Münzen sollten wir den als Stürmer relativ gut wegbekommen. Und wir versuchen den jetzt einfach für den Preis vom linken Flügel zu bekommen. Und ihr merkt, da kommen auch unglaublich viele auf den Markt drauf. So, wir haben jetzt einen für, ich glaube, 4.6 oder 4.8 bekommen. Für 4.8 haben wir den bekommen ohne Chemistry Style. Achtet am besten immer beim Snipen darauf, dass ihr auch einen Chemistry Style auf den Spieler bekommt. Ihr habt ja eben gesehen, für 5.8 ist er weggegangen. Von daher stellen wir jetzt unseren auch für 5.8 drauf. Das war so der zweite Teil von meiner ÜV-Liste. Und jetzt habe ich noch einen dritten Teil von der ÜV-Liste mit 84er Karten. Ich habe euch ja im Video gestern gesagt, dass ihr in 84er, 85er, 86er reingehen sollt, weil die Preise droppen werden und vermutlich jetzt in den nächsten Tagen steigen werden, weil wir unter anderem gute SBCs bekommen. Und das Ganze ist auch so eingetreten. Wir hatten gestern die 84er teilweise auf 1.500 Münzen. Die sind jetzt wieder leicht gestiegen auf 1.900, 1.800. Und jetzt habt ihr zwei Optionen. Entweder ihr kauft euch jetzt einfach so die 84er, die 85er, die 86er und parkt die auf eurer Liste drauf. Denn überteuert werden die Spieler nicht so gut weggehen. Das ist dann eher für die Leute gedacht, die das Ganze als Investment sehen und darauf warten, bis die Preise steigen. Was ihr aber auch machen könnt, ist euch hier die spielbaren Karten rauszupicken. Wir schauen uns einfach mal die Liste an und gucken jetzt nach Spielern, die besonders spielbar sind. Kleiner Tipp, Premier League Spieler gehen immer am besten weg. Und hier habt ihr jetzt ein paar Karten, die ihr auf die UV-Liste packen könnt. Ihr seht ganz vorne dabei Mason Mount. 1.900 Münzen kostet die Karte. Wir gehen auf den Transfermarkt. Wir suchen nach Mount, versuchen den jetzt für 1.900 Münzen zu bekommen. Und wir haben hier einen mit Hawk Höhe 1.8. Haben wir bekommen. Sehr schöne Sache. Und jetzt machen wir wieder das altbekannte Spiel. Wir löschen alle Filter, suchen nach dem Spieler, schauen uns die Spieler an, die ein Chemistry Style haben. Und ihr merkt, hier gibt es eigentlich so gut wie keinen mit Chemistry Style. Hier haben wir mal einen für 2.500 Münzen.
Das ist auch ein ordentlicher Aufpreis von 600, 700 Münzen. 3,9. Also so 2,5 ist so der Durchschnitt. Von daher können wir unseren auch für 2,5 oder für 2,4 draufstellen. Und das machen wir jetzt auch. 2500 Münzen, 700 Gewinn. Abfahrt. Ihr müsst natürlich nicht nur nach Premier League Spielern gucken. Es gibt in den anderen Top Ligen natürlich auch sehr gute Spieler. Zum Beispiel in der La Liga gibt es Depaul. Der Mann hat sehr gute Werte, kostet 2300 Münzen. Der geht auch super IV weg. Den kaufen wir uns auch mal kurz nach. Den habe ich nämlich eben schon verkauft bekommen. Und wir haben hier einen für 2,2 mit Chemistry Style. Sehr schöne Sache. Und ihr bekommt so langsam ein Gefühl für die Preise. Ihr merkt, so für 6, 7, 800 Münzen teurer gehen die Karten immer ganz gut weg. Von daher stellen wir den jetzt mal für 2900 Münzen drauf. Sind wieder 700 Münzen mehr. Und so füllt jetzt einfach eure 100er Liste. Falls ihr wirklich sehr viele Coins habt und diese kleinen Spieler für euch zu günstig sind, dann könnt ihr UV mit Rating machen. Das seht ihr hier bei mir auch. Thiago Silva für 13,5 weggegangen. Den habe ich gestern für 11,5 bekommen. Ihr geht auch wieder hier auf die Liste, zum Beispiel auf die 86er. Schaut euch jetzt die Karten an, die man relativ gut linken kann. Ein Parejo zum Beispiel, ein Thiago, ein Lukaku, Immobile, Thiago Silva, Martinez, Mondi, Laporte. Schaut euch auf jeden Fall auch Spiele an, die aktuell out of packs sind. Zum Beispiel ist ein Milinkovic-Savic out of packs. Wir haben aktuell ein Trapp out of packs. Wir haben ein Gerard Moreno out of packs, ein Süles out of packs. Schick kommt am Sonntag in den Mini-Release rein, wird eine Road to the Knockout-Karte bekommen, geht auch out of packs. Und so könnt ihr natürlich auch eure UV-Listen füllen. Je teurer ihr einkauft, desto teurer solltet ihr die Spieler natürlich auch anbieten. Zum einen, weil die EA-Gebühren steigen und zum anderen verzichtet ihr auf mehrere kleine Gewinne. Ich hätte mir zum Beispiel statt diesen Vardy für 6.000 Münzen drei Spieler für 2.000 Münzen kaufen können. Mit diesen drei Spielern jeweils 500 Münzen Gewinn machen, dann wären wir bei 1.500 Gewinn. Das heißt, ich muss diesen Vardy für Minimum 1.500 Münzen Gewinn draufstellen. Deswegen stellen wir den mal für 7.600 Münzen auf den Markt drauf. Und ja, Freunde, so gehen die Karten auf jeden Fall sehr, sehr gut weg. Probiert das Ganze auf jeden Fall aus. Macht es jetzt noch während der Weekend League, wo viele Teams gebaut werden, wo diese Karten noch gebraucht werden. Sobald nämlich die Weekend League vorbei ist, wird diese Karten niemand mehr haben wollen. Im Gegenteil, die Karten werden sogar noch billiger sein, weil die Teams natürlich verkauft werden nach der Weekend League. Aus diesem Grund nutzt es auf jeden Fall jetzt noch am Samstag und am Sonntag aus. Und ja, Freunde, wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare damit. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im Stream wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao, ciao.